zum Thema erstmal Bestandssicherung, was denn dementsprechend auch einen Wert hier hat, nichtdestotrotz auch mit dem ganzen Zubehörteilen. Und das kostet, so wie er hier steht, Windschutzscheibe, Kotflügelverbreiterung, mit unteren Türhälften, Reserveradträger mit Originalfelge, Reserverad, Dachgepäckträger, LED-Leuchtleiste, Tablet-Holder, dann noch mit den ganzen weiteren elektrischen Einrichtungen wie aus dem Marinebereich eine 4G-LTE-Sende- und Empfangseinheit, Internetschnittstelle mit einer Reichweite von 30 bis 50 Kilometern. Es kostet alles Geld und da erwartet man, dass zumindest das Fahrzeug, selbst wenn es händisch zusammengebaut wird, eine gewisse Qualitätsstruktur unterliegt. Und da muss Can-Am auf jeden Fall oder Bombardier im Qualitätsmanagement unbedingt nachbessern. Man sieht in gewissen Bereichen, wo die Kunststoffbauteile angeschraubt worden sind, dass um den Schraubenköpfen herum gerne mal wohl mit einem Speed-Tool oder mit einem Akkuschrauber abgerutscht wurde. Und dann geht man natürlich dann mit den Bit-Einsatz komplett mal übers Plastik rüber. Das ist ein No-Go, das darf nicht sein. Dann die weiteren Sachen. So, das zieht sich auch so durch, dass die Gurtführung und Gurtschlösser zum Beispiel bei zwei Sitzen verkehrt rum waren, um 180 Grad verdreht. Das muss man dann alles erstmal wieder auseinanderbauen und fixen und so. Also bei einer Fahrzeugabnahme und Auslieferung oder für den Export von Kanada nach Belgien muss das vorher unbedingt mal vernünftig gemacht werden, so nach meinem Verständnis. Aber ich weiß nicht, das ganze Rudel Lemminge haut das Auto zusammen und dann wird es einfach rausgeschickt. Okay, das ist das eine. Die andere Geschichte ist die Zubehörteile. Alle, die auf einer Verrohrung aufbauen, wie der Dachgepäckträger und Reserveradträger, haben massiven Rost. Und das schon, kann man eigentlich behaupten, schon seit der Produktion. Weil wenn man sowas aus der Packung rausholt und montieren möchte, zum Beispiel beim Händler, man sieht in die Verrohrung rein. Weil der Dachgepäckträger ist zweiteilig, vordere, hintere Hälfte. Du kannst die Verrohrung gucken, aber fingernageldick Rost drin. Darf nicht sein. Die haben es einfach nur mit so einer Art Hammerschlagfarbe übergepinselt, angesprüht, fertig ist. Würde man dafür ganz wenig Dollars oder zumindest hier in Euro ein bisschen Hohlraumkonservierung einsprühen, was ich nachträglich nun gemacht habe mit Wirt, Hohlraumversiegelung, dann ist das Problem gefixt. Mir nützt es ja nicht, wenn das Pferd von außen gestriegelt aussieht und von innen ist der Kadaver schon am Durchbrechen. Ne? So, und das zieht sich so durch, ist auch unschön. Wir hatten das Fahrzeug im März bekommen, erste Märzwoche. Die erste Fahrt war eine Regenfahrt und gleich im April hatte ich die ersten tropfenden Wasserlachen hinten auf dem Motorschutz, auf dem Kunststoffgepäckträger. Ich habe das mal verfolgt, da hat sich das angesammelte Regenwasser im Reserveradträger gesammelt, bis es auslaufen konnte und das waren dann halt ja, kackbraune Rostwasserflecken überall drauf. Ich habe das auch nachträglich alles nochmal konserviert, damit das Problem jetzt nun abgestellt. Aber das verstehe ich nicht. Ein Kunde, das Fahrzeug hat über 45.000 Euro gekostet. Größer, wertiger, stärker und ausgestatteter bietet Can-Am kein Offroader, kein Side-by-Side an. Wieso muss ich den auf Garantieweg oder auf Mängelmeldung den Vertragshändler damit belasten? Er muss das eigentlich fixen und das kostet Geld, das kostet jeden Geld und Zeit, muss nicht sein. Eine Hohlraumversiegelung in den Rohren kostet ein paar Dollar, ein paar Euro und dann ist fertig. Ja, das ist eben halt so, wie es ist. Aber hier nochmal
ein ganz großes Lob zum wiederholten Mal, aber auch berechtigt, an Carsten und Corinna Dirk von CD Quad and Bike in Kaltenkirchen, hier in Schleswig-Holstein, nördlich von Hamburg. Immer ein offenes Ohr, jederzeit erreichbar und auch kundenorientiert, sehr kurzen Kommunikationsweg für die Kunden da. Und das finde ich in Ordnung. Und nicht, weil man 45 oder über 45 1000 Euro dahinter lassen hat, sondern ganz einfach, weil man merkt, die beiden haben Spaß an dem Job und wir Kunden haben Spaß an dem Betrieb. Das ist eine Win-Win-Situation, aber doch nicht, wenn man Dialoge sucht wegen rostigen Rohren. Ist nicht schön. Ja, ansonsten Haltbarkeit vom Fahrzeug bei der ersten 6000 Kilometer. Wie gesagt, habe ich nichts. Außer eben nur die Add-on-Bauteile mit ihren Macken ab Werk. Die Bremsen in Ordnung. Der Riementrieb in Ordnung. Beide Kupplungen in Ordnung. Hier empfiehlt es sich im monatlichen Turnus oder alle paar hundert Kilometer den Deckel abzunehmen vom Riementrieb und kurz ausblasen, etwaigen Schmutz, Feuchtigkeit ausblasen, notfalls mit Bremsenreiniger nachreinigen und auf einmal, es gibt dann auch keinen Rucken beim Anfahren, alles ganz smoothie. Was ich festgestellt habe, bei der zweiten Kupplung, bei der Sekundärkupplung, die dort in der Kupplung, wo diese Klatschrollers drin laufen, was eigentlich mitunter der größte Schwachpunkt ist bei der zweiten Kupplung. Die Klatschroller sind meiner Meinung nach etwas von Durchmesser unterdimensioniert und das Kunststoffmaterial einfach zu hart. Wenn man da G10 oder Delrin nehmen würde, wäre es bestimmt angenehmer. So. Noch was zur zweiten Kupplung. Auch die ist ja mit Federbelastung und dort ist eine Kunststoffhülse, ungefähr in diesem Durchmesser, in dieser Länge, eine Kunststoffhülse drin, die als Vermittlung zwischen der inneren Kupplung und dem äußeren Kupplungskorb dient. Und ich denke, wenn ich mich richtig erinnere, führt sie auch ein bisschen die Feder. Metall auf Kunststoff, Kunststoff auf Metall, beziehungsweise innere Kupplung, äußere Kupplung und vermittelt, getrennt durch diese Kunststoffhülse, ist nicht die optimalste Lösung. Sie ist günstig, billig, schnell gemacht, aber wenn dort Schmutz, Debris und Ähnliches anfällt, kann es dort ein bisschen haken. Ich habe das mit Bremsenreiniger sauber gemacht, habe für mein Fahrzeug, das muss jetzt keiner übernehmen, weil es auch nirgendwo in irgendein Pflegemanual drin steht. Ich habe es ausgeblasen, gereinigt mit Bremsenreiniger und mit Ballistol bzw. WD-40 die entspannte Kupplung beim Riemenwechseln bzw. beim Riemenchecken. Ein bisschen die Plastikhülse freigelegt, ein bisschen mit WD-40 Ballistol einsprühen und dann wieder komprimiert die Kupplung und kein Rucken, kein Rupfen. Und ich konnte mit 1950 Umdrehungen leicht anfahren. Und solange du Kraftschluss hast, kriegst du auch kein Knallen oder kein Klanken oder sowas rein. Problem erledigt. Also ich denke mal, eine hauchdünne Messinghülse in der Größe, weil Messing ist selbstschmierend, würde dieses Problem selbst auf Alu wohl fixen, aber Plastik, Verbrauchsmaterial geht einfacher. Verschleißfreudiger. So, es fängt leicht gerade an zu regnen und wird auch kalt. Danke für eure Geduld. Ich hoffe, dass ich demnächst wieder was habe. Wenn was ist, irgendein Thema, schreibt es rein, drückt die Glocke, abonniert es. Na? Es würde mich freuen. Bis dann und noch einen schönen Sonntag. Tschüss.